Was geht, Freunde? Willkommen zum neuen Vlog. Wir haben Dienstag, kurz vor 11. Ich bin jetzt bei Dodo. Krafttraining, 2 Tage nach dem Spiel. Vamos. Danach wird es mir besser gehen. Hi. Hi. Wie ist es? Gut. Wie ist es dir? Wartest du schon auf mich? Wie du siehst. Ganze Spielwiese für uns. Schon umgezogen. Wir können direkt loslegen. In den Schlappen da? Ja. Das sind die neuen Trainingsschlappen. So, Freunde, ab nach Hause. Weiß noch nicht, wie ich heute Abend trainieren soll. Aber gleich mit einem guten Mittagessen und dann eine Stunde Pause irgendwie so, legt sich das Ganze, sodass ich dann wieder Power habe. Let's go. Geile Frage. Trinkst du noch Alkohol und würdest du Sportlern empfehlen, aufzuhören? Also erstmal vorweg, ich bin da offen und ehrlich, auch ich trinke Alkohol. Ich finde, es ist aber immer die Frage, was trinkst du für Alkohol, wann und wie viel? Was ich, glaube ich, gefühlt Jahre nicht mehr gemacht habe, ist im Club richtig besoffen zu sein oder auch so richtig besoffen zu sein. Der Alkohol, den ich trinke, ist halt so ein Glas Wein zum Essen oder wenn man mal mit der Mannschaft einen geilen Sieg geholt hat, ein Bierchen in der Kabine. Das ist es dann aber auch. Also so komplett betrunken und dem Körper die Grenze zeigen, ist auf jeden Fall Quatsch, bin ich gar kein Fan von. Würde ich somit auch auf gar keinen Fall irgendwem von euch empfehlen. Ich verstehe auch jeden von euch, der sagt, ich bin Sportler, ich verzichte komplett auf Alkohol. Ich sage auch gar nicht, dass es leistungsfördernd ist. Ich sage einfach, dass diese kleine Menge, die ich ab und zu mir nehme, mir einfach nicht schadet. Ich merke es auf jeden Fall nicht aktiv. Wenn ich zum Abendessen ein Glas Wein trinke, stehe ich am nächsten Morgen genauso auf und kann trainieren und kann Gas geben und Leistung bringen. Ich will das Ganze ja auch nicht verharmlosen. Alkohol ist und bleibt eine Droge und ist schlecht für den Körper. Wäre auch Quatsch, euch jetzt hier zu sagen, ich verzichte komplett darauf, ich trinke nie Alkohol, nur um so dazustehen, als wäre ich hier der Vollprofi. Leute, ganz ehrlich, darum geht es ja hier nicht. Würde mich aber tatsächlich interessieren, wie es bei euch ist, weil ich habe das Gefühl, je tiefer man im Amateursport geht, desto eine größere Rolle spielt Alkohol noch. Deswegen schreibt es gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Freunde, ich bin gerade im Schnitt und mir fällt auf, dass es so rüberkommen könnte, als würde ich jeden Abend ein Glas Wein trinken. Absolut nicht der Fall. Vielleicht einmal die Woche. Ja. Ich habe ein richtig geiles Rezept für euch. Das kochen wir jetzt. Vorher müssen wir aber erstmal einkaufen. Gurke. Tomate. Garnele. Zu Hause hatte ich noch Reis. Zuerst kümmern wir uns um den Reis, packen dafür ein Stück Butter in einen Topf, lassen den ein bisschen anbrutzeln, damit der Reis gleich nicht am Rand pappt. Den Reis dann in ein Glas, merkt euch die Markierung, bis wohin ihr Reis eingefüllt habt, dann in den Topf rein, ein bisschen mit der Butter verrühren. Und dann nehmen wir wieder das Glas und tun Wasser dazu, und zwar die doppelte Menge, die wir an Reis hatten, also in dem Fall 2 Gläser. Dann noch einen Löffel Gemüsebrühe dazu, gibt einen guten Geschmack, vertraut mir. Jetzt geht's ans Schnibbeln und ich habe mich dazu entschieden, nur die halbe Gurke zu nehmen, weil ich auch alleine esse. Das wäre sonst zu viel gewesen. Gurke geschnibbelt und rein in die Schüssel. Das gleiche mit den Tomaten, da habe ich auch nicht die komplette Menge genommen, sondern nur ein paar Tomaten geschnibbelt und rein in die Schüssel. Jetzt kommt das Wichtigste für mich, nämlich der Knoblauch. Wenn ihr keinen Knoblauch mögt, dann lasst ihn auf jeden Fall weg. Dann geht's schon zu den Garnelen. Dafür packen wir ein bisschen Fett in die Pfanne und dann kommt auch schon der Knoblauch dazu. Den lassen wir ein bisschen anbrutzeln und dann kommen auch schon die Garnelen dazu. Garnelen genauso ein bisschen anbrutzeln lassen. In der Zwischenzeit ist der Reis fertig geworden. Den packen wir schon mal in die Schüssel und auch die Garnelen sind jetzt gleich fertig, brauchen auch nicht besonders lang. Und dann kommen auch die Garnelen in die Schüssel und das Essen ist fertig. Noch schön umrühren. Wenn ihr wollt, nachwürzen. Wow! Freunde, wir haben neue Autogrammkarten bekommen.
Ich sehe irgendwie so ein bisschen gequetscht aus, finde ich. Wenn ihr eine haben wollt, schreibt es mal in die Kommentare. Oh, oder wenn ihr eine von Elisa haben wollt. Buongiorno. Ne? Dann schreibt das auch mal in die Kommentare. Mittelfeld 1,61. Ich finde, so Autogrammkarten haben irgendwie immer was. Wenn du die unterschreibst hier und dann da was draufsteht. Richtig cool. Total cool. Als Maul. Was geht, Freunde? Matchday. Wir spielen heute in Siegen. Längste Auswärtsfahrt. Ich glaube, 2,5 Stunden oder so fahren wir. Oder 2. Deswegen haben wir jetzt auch schon um 10:30 Treffpunkt und fahren dann los. So ist es. Kaza zurück in der Kommentatorenkabine. Wir schauen direkt mal auf die Tabelle. Und da sieht es gar nicht so rosig aus. Nicht nur für uns, sondern auch für Siegen. Wir stehen auf Platz 18 und Siegen auf Platz 15. Könnte man meinen, Siegen 4 Punkte. Die haben ja schon einen Sieg. Haben sie nicht. Die haben 4-mal unentschieden gespielt. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht für uns ist. Auf der einen Seite gut gegen eine Mannschaft zu spielen, die noch nicht gewonnen hat. Auf der anderen Seite 4 unentschieden. Scheint auch irgendwie, als wären die oft knapp an einem Sieg vorbeigerutscht. Wie dem auch sei, der Trainer von Siegen könnte euch vielleicht sogar noch bekannt sein. Und zwar ist das Patrick Helmes, der ehemalige Bundesliga-Stürmer. Er steht auch in Siegen brutal in der Kritik. Und sollten wir heute gewinnen, kann es sogar sein, dass er rausfliegt. Apropos, bei uns gab es auch einen Trainerwechsel. Für mich auch der allererste Trainerwechsel in meiner Laufbahn. Ich habe sowas in der Saison noch nie mitgemacht. Brutal spannend und ja, einfach super viele neue Erfahrungen für mich gerade auch dabei in der Situation. Jetzt in diesem Spiel steht unser neuer Trainer noch nicht an der Seitenlinie, sondern Timo, unser Co-Trainer, macht das Ganze. Und quasi ab jetzt, wo ich das kommentiere, arbeiten wir mit dem neuen Trainer. Ich bin sehr gespannt und freue mich darauf. Und jetzt starten wir mal rein ins Spiel und schauen, wie das Spiel gegen Siegen war. Wir laufen ein ins Stadion in Schwarz-Weiß, wie es sich für Wattenscheid gehört. Dudi im Tor, Eddie, Schuh, Freddy, Kami, die Viererkette, Nico und Tom davor. Links Marco, rechts Jamal und Dennis und ich vorne im Doppelsturm. Wir spielen in einem 4-4-2, haben wir so auch noch nicht gemacht. Und wir gehen nochmal kurz zu den Fans, die auch nach Siegen mitgereist sind. Richtig geil. Dann geht das Spiel los in der ersten Minute. Direkt mal langer Ball auf Jamal. Wir haben direkt offensiv gestartet. Jamal zieht jetzt hier in die Mitte, dann wird der Ball aber abgefälscht und landet in den Reihen von Siegen. Und deswegen starten wir jetzt hier weiter in der dritten Minute. Dudi hat hinten den Ball, spielt raus auf Schuh. Schuh sieht, dass Eddie außen frei ist, sucht noch so ein bisschen die Lücke. Eddie hat jetzt nicht so richtig eine Anspielstation, zieht in die Mitte, schlägt den Ball lang. Ich sehe das, komme entgegen, legt den Ball auf Tom ab. Tom spielt den Ball auf Marco und jetzt müsst ihr auf Jamal achten. Jamal hat einen richtig guten Laufweg, zieht rein und leider macht der Verteidiger es gut und drängt Jamal hier ab und der Ball wird lang gekloppt. In der 17. Minute kommt Siegen nach vorne. Hier gewinnen die das Kopfballduell nach außen und dann hat der Außenstürmer den Ball, bringt jetzt hier den Ball in die Mitte. Eddie blockt das Ganze und Freddy kann die Ecke leider nicht mehr verhindern. Deswegen gibt es den Eckball in der 18. Minute. Ich habe das hier einfach mal vorgespult und ja, der Ball wird reingebracht. Richtig starke Ecke, guter Kopfball und es steht 1-0. Im Spiel dachte ich mir, scheiße, wie können wir schon wieder ein Tor nach Standards bekommen. Hier muss man aber einfach mal sagen, super Ecke und auch richtig guter Kopfball. Man muss auch nicht immer über jedes Gegentor sprechen, was hätte man machen können. So, ich finde, das ist auch einfach stark von Siegen, muss man auch einfach mal anerkennen. Und somit liegen wir in der 18. Minute 1-0 hinten. Brutal scheiße, ihr kennt's. Für uns leider gar nichts Ungewöhnliches diese Saison. Aber wir müssen gegen ankämpfen. Jamal gewinnt hier das Kopfballduell. Dennis macht's jetzt hier richtig gut, dreht sich und dribbelt jetzt auf die Kette zu. Ich wollte den Ball jetzt vorne durchgesteckt haben. Mein Laufweg ist auch echt nicht optimal, muss ich dazu sagen. Und ja, somit sind wir in der 25. Minute. Freddy spielt jetzt hier den Ball vorne auf mich. Ich leite das Ganze weiter auf Jamal. Und Jamal ist jetzt im 1-gegen-1. Und zieht jetzt hier leider das Foul, eigentlich total unnötig und will er natürlich gar nicht, weil er eigentlich schon vorbei ist. Und dann trifft er ihn aber unten am Fuß, sehr, sehr ärgerlich. Aber wir sind auf jeden Fall nach vorne gekommen, die Räume vorne waren da. Und das hier ist auch der anschließende Freistoß für Siegen. Schuh köpft den Ball erstmal raus, dann macht es der zentrale Mittelfeldspieler von Siegen aber gut. Und Siegen kommt über die rechte Seite nach vorne und wird dann hier gut geblockt. Und sie kommen erstmal nach außen. Die Situation ist aber noch nicht vorbei. Der zweite Ball wird reingebracht und dann setzt der Stürmer zum Fallzieher an übers Tor. Also beide Mannschaften sind ganz gut nach vorne gekommen und wir hatten beide Chancen. Tom versucht hier den Ball runter zu pflücken, das funktioniert erst nicht. Dann presst Marco aber gut und er zwingt hier diesen Fehlpass. Jamal dribbelt auf die Kette zu, spielt dann den Ball zu mir raus. Ich sehe, dass Dennis am zweiten Pfosten durchläuft, spielt den Ball durch und es steht 1-1. Endlich, Leute, endlich.
Richtig geiler Spielzug, richtig gut gespielt. Wir kriegen unsere PS endlich mal auf die Straße. Ich freue mich natürlich mega über meinen Assist. Dennis freut sich über sein Tor. Vorne waren alle happy und es steht 1:1 in der 27. Minute. Richtig geil. Wir sind auf jeden Fall in Siegen angekommen. Und ja, ein richtig gutes Gefühl, muss man dazu sagen. Tom treibt jetzt hier den Ball nach vorne, 2 Minuten später. Und ja, Eddie jetzt den Ball hier über außen, sieht, dass Marco hinten frei ist. Ich bin in der Mitte, bringt jetzt hier den Ball nach vorne, wird schon geklärt. Das war's auch schon mit der Szene. Ich wollte euch einfach nur zeigen, wir sind da und es passiert was. Wir sind offensiv einfach da und haben weiter nach vorne gespielt. Marco bringt jetzt hier den Ball nach vorne, der Torwart fängt den Ball ab. Also keine Riesenchance, trotzdem haben wir weiter nach vorne gespielt und ja, so muss es einfach sein. Marco hat jetzt hier außen den Ball, spielt vorne auf mich. Ich gebe einen kleinen Check für den Verteidiger, es wurde nicht als Foul gepfiffen. Und dann wollte ich es wie beim 1-1 machen, dass ich den Ball quasi auf Dennis auf den zweiten Pfosten schicke. Hat aber leider nicht funktioniert. Und ja, hier der Pass vom Verteidiger raus. Marco fängt den Ball ab und sieht, dass ich vorne lang laufe. Und ich kriege zum Glück hier den Fuß an den Ball, habe einen richtig guten ersten Kontakt. Und ihr seht es unten, Marco läuft durch. Ich chippe den Ball auf 2, perfekt auf Marco. Und jetzt ist es ein bisschen überbelichtet, aber Dennis macht das 2:1 für uns richtig geil. Es gab ein bisschen Diskussion zwischen Marco und Dennis, weil Marco gesagt hat, der Ball wäre auch so reingegangen, du hast mein Tor geklaut. Im Spiel dachte ich mir aber, scheiß da drauf bitte, es ist ein Tor, wir nehmen hier jedes Tor mit, aber ihr seht es auch hier, der Ball wäre reingegangen. Deswegen, ich finde 70%, 80% Marcos Tor und Dennis macht dann den Rest. Ist auch völlig egal, hier kurz vor der Halbzeit kommt Siegen nach vorne, köpft den Ball in die Mitte. Und dann ist es ein bisschen eng bei uns vorm Tor. Dennis klärt hier auf der Linie. Und das war ja fast die letzte Aktion hier vor der Halbzeit. Ich kriege den Ball nochmal nach vorne und kann aber hier nicht genügend Druck ausüben. Und der Torwart klärt hier den Ball lang. Das war's mit der ersten Halbzeit. Und wir starten mit einer 2:1 Führung in die Halbzeit. Endlich, Freunde. Endlich können wir mal unsere PS auf die Straße bringen und nutzen unsere Chancen vorne. Ich finde, jedes Tor war richtig gut rausgespielt von uns. Aber auch das Tor von Siegen. Also die Tore waren alle krass heute. Und ja, wir starten jetzt rein in den zweiten Durchgang und hoffen, dass wir das Ding nach Hause fahren können. 46. Minute, das Spiel geht wieder los. Sorry, dass es manchmal ein bisschen überbelichtet ist, Freunde. Da kann ich leider nichts machen hier mit den Schatten und so. Das war alles schwierig für die Kamera. Und ja, Siegen kommt hier in der 51. Minute das erste Mal nach vorne. Wir haben aber den Ball ganz gut. Ich will da nach hinten klatschen lassen und treffe hier leider den Stürmer. Schuh macht sie aber richtig gut, treibt den Ball nach außen, schlägt jetzt den Ball lang und guck mal, was wir auf einmal für einen Raum haben. Ich habe mich im Spiel gefragt, wo kommt auf einmal dieser Raum her? Marco macht's gut, sieht, dass Dennis drüben ist. Dennis hat hier den Abschluss und der Torwart macht's auch gut, beziehungsweise Dennis schießt den Torwart an. Das war eine richtig krasse Chance, die irgendwie aus dem Nichts entstanden ist. Dennis hier richtig gut, leider den Torwart angeschossen, habt es auch gesehen, er ärgert sich. Aber gut, 53. Minute, Dennis macht es hier wieder richtig stark, ein verunglückter Einwurf von Siegen, guter erster Kontakt. Dann habe ich den Ball, ich sehe, dass die lange Ecke total frei ist und bin da ein bisschen überhastet im Abschluss. Das ist echt noch was, wo ich unbedingt dran arbeiten muss, mir einfach mehr Zeit zu nehmen, manchmal noch 1-2 Schritte zu machen und nicht den bestmöglichsten oder schnellsten Abschluss zu nehmen, sondern ja, einfach noch ein bisschen zu warten. Eddie treibt hier den Ball über außen und Freunde, das ist jetzt eine Situation, da müssen wir drüber reden. Der Schiedsrichter pfeift das hier nicht als Foul. Wollt ihr mich verarschen? Das ist ja geisteskrank. Stell dir mal vor, daraus passiert ein Tor, da drehen wir dem Schiri den Hals um. Nein, natürlich nicht, aber im Spiel war ich fassungslos. Ich dachte mir, wie kann das, hier guckt's euch an, bam. Also da ist 0,0 Ball drin und der Schiedsrichter steht direkt davor, also vogelwild, wirklich. 57. Minute schon. Leider bringt Dudi hier den Stürmer zu Fall und mir war auch direkt im Spiel klar, das ist ein Elfer. Dudi kommt einfach einen Schritt zu spät. Wusste er auch, glaube ich, selber direkt. Und der Elfer wird hier geschossen und an den Pfosten. Wir haben endlich mal Spielglück, Freunde. Es bleibt beim 2:1 für uns. Also wie wichtig war das für uns in dieser Situation? Siegen war auf jeden Fall in einer richtig guten Phase. Das 2:2 wäre so unglücklich für uns gewesen. Und auch hier macht Siegen wieder gut, kommt nach vorne und jetzt ist Dudi da und macht das richtig gut im 1:1, 61. Minute. Also Siegen hat hier ein bisschen die Oberhand, das muss man hier sagen, in dieser Phase. Deswegen war es gut, dass der Elfer nicht drin war, dass Dudi hier gut hält. Und ja, hier nächste Aktion. Marco hat jetzt hier den Ball, sieht, dass ich vorne bin, chippt den Ball rein. Erst hat der Verteidiger den Ball, ich saug den Ball dann an, drehe mich, sehe, dass Marco reinkommt und Marco trifft den Ball dann nicht richtig, weil er irgendwie auf dem Rasen gehoppelt ist. Und Siegen schaltet dann um und spielt hier den Ball lang. Und jetzt muss ich sagen, das ist eine 10-von-10 Grätsche von Kami. Richtig, richtig stark. Ja, 10-von-10 wäre es wahrscheinlich, wenn der Ball noch im Spiel geblieben wäre. Aber auf jeden Fall eine brutale Grätsche, richtig stark von Kami. Und wir sind in der 78. Minute. Hier ein bisschen verunglückt und Missverständnis zwischen mir, Jamal und
ja, alle, die so drumherum standen. Und jetzt muss ich, das sieht man auch nicht oft, muss ich zum taktischen Foul greifen, weil ich einfach nicht mehr hängend hinterhergekommen bin. Und ich kriege hier natürlich ganz klar die gelbe Karte, war mir auch klar. Wir sind in der 80. Minute, Siegen kommt jetzt über außen nach vorne und das ist jetzt mal eine 10 von 10 Grätsch von Kami. Er hält den Ball im Spiel, leitet direkt den Konter ein, richtig stark. Mikey treibt jetzt hier den Ball nach vorne, spielt dann über außen. Ich positioniere mich in der Mitte, der Ball kommt aber nicht in die Mitte, sondern zurück zu Mikey. Der macht einen guten ersten Kontakt, nimmt den Abschluss und der Ball geht gegen die Latte. Also wir einmal im Glück mit Aluminium und Siegen jetzt auch. Sonst wäre das Spiel auf jeden Fall entschieden gewesen in der 80. Minute. 83. Minute kommt jetzt Siegen nach vorne, macht es hier richtig stark über außen, dribbelt sich hier durch, kombiniert es jetzt einmal hier, macht es auch gut. Aber Schuh ist einfach da und man muss sagen, das waren jetzt wirklich die entscheidenden Zweikämpfe, die wir hinten einfach gewonnen haben. Ohne viel Heckmeck, dann die Bälle nach außen geklärt. Und auch hier kommt Siegen jetzt wieder nach vorne, versucht hier den Ball in die Mitte zu bringen und auch hier ist Williams einfach da, spielt jetzt mit mir hier einen Doppelpass, zack, mit der Hacke. Und jetzt ist Williams komplett verrückt, sieht, dass der Torwart ein Stück draußen steht und schießt einfach mal. Der sieht im ersten Moment richtig gut aus, ist aber dann neben dem Tor und kommt sogar auf, vor der Linie noch auf. Und in der 88. Minute Siegen hier weiter mit einem langen Ball nach vorne und wir erobern aber den Ball. Und jetzt muss ich sagen, machen wir es einfach richtig gut. Nils wird eingewechselt, hat noch Power und Körner im Tank, macht es hier stark und zieht hier das Foul. Das ist einfach so, musst du mit der Zeit umgehen zu dem Zeitpunkt. Und ja, hier kriegt er gelb und ihr habt diese Aktion gesehen vom Spieler, es hat dem Schiri gar nicht gefallen, deswegen winkt er ihn zurück und es gibt hier die gelb-rote Karte. So ein bisschen Déjà-vu, weil ich das Gefühl habe, solche Aktionen sind uns in der letzten Zeit auch passiert, wo wir dann eine gelb-rote bekommen haben und es 2-1 gegen uns stand. Und ja, 90. plus 4, wie es in so einer Phase sein muss, wir treiben den Ball nach vorne und bleiben einfach in Ballbesitz. Sehen jetzt hier über Finn richtig gut, dass die Seite verlagert werden kann auf Mikey. Wir haben gar keinen Stress nach vorne, wir wollen einfach Zeit von der Uhr nehmen. Wir haben gar keinen Stress zum Tor zu kommen, sondern ja, Mikey holt jetzt hier perfekt den Elfer, die Ecke raus. Und die letzte Aktion im Spiel wird nochmal richtig brenzlig, nämlich ein Freistoß an die Latte, durch die Überbelichtung nur schwer zu erkennen. Aber das war in der 97. Minute, wo der Freistoß an die Latte geht. Ich glaube, es wäre ein richtig krasses Tor gewesen und wir haben auf jeden Fall hier wieder Glück. Nils treibt den Ball nach vorne, ist hier am ersten vorbei, ist jetzt hier am zweiten vorbei und ja, nimmt jetzt hier die Zeit von der Uhr. Mikey hat jetzt hier den Ball, spielt nochmal nach außen und da habe ich jetzt wirklich nichts mehr geschnitten, sondern einfach laufen lassen. Finn hat jetzt hier den Ball und es wurden 7 Minuten angezeigt Nachspielzeit, deswegen, die waren jetzt auch vorbei. Draußen haben schon alle geschrien, pfeift doch ab. Und so ist es dann auch endlich der Fall. Der Schiedsrichter nimmt gleich die Pfeife in den Mund und mit diesem Einwurf ist das Spiel vorbei, Freunde. Ich bin nicht nur vom Kommentieren fix und fertig, sondern ich war auch in dem Spiel fix und fertig. Nach so einer langen Zeit jetzt, wo wir keine Siege eingefahren haben, dieser Sieg war so krass für uns. Und ja, deswegen ein richtig gutes Gefühl, mit dem wir jetzt in die neue Woche starten, mit einem neuen Trainer. So, also gerade ist auf jeden Fall ein Aufwind zu spüren. Und deswegen schauen wir jetzt auf die neue Tabellenkonstellation, wo es gar nicht so viel anders aussieht. Wir rutschen einen Platz nach oben auf Platz 17. Das Gute ist, dass wir einfach die Abstände nach oben ein bisschen verringern. Wir spielen am nächsten Wochenende gegen Sprockhövel. Die stehen mit 9 Punkten auf Platz 9. Und auch wenn man da gewinnt, rutscht man wieder ein Stück weiter in diese Tabellenregion, wo wir definitiv hingehören, meiner Meinung nach. Ja, mich freut es endlich mal ein Spiel zu kommentieren, wo wir gewonnen haben. Endlich diese Serie, die ich mir hier gewünscht habe und vorgestellt habe. Deswegen hoffe ich, dass das Ganze euch gefällt. Bleibt auf jeden Fall dran und lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns nächste Woche, Freunde. Haut rein, bleibt sportlich und gesund. Ciao, ciao.